Leute, was geht es gerade? Keine Ahnung, wie viel los ist. Also lass uns zocken. Wir zocken heute weiter mit Assassin's Creed Brotherhood. Im letzten Part haben wir die Diebe, alle Diebe ausfindig gemacht, die hier irgendwie in Gefahr waren wegen Machiavelli oder wie der hieß. Und jetzt wollen wir halt gucken, was mit Pietro, wie der heißt, los ist, weil er soll erhängt werden heute Nacht und ja. Mal gucken, mal gucken. Wo ist Pietro? Das weiß ich nicht. Aber Micheletto wartet am Stadttor im Osten der Terme di Traiano. Er will seine Männer verkleiden, damit der Mord wie ein Unfall aussieht. Er führt mich zu Lucretias Liebhaber. Ezio, Machiavelli hat uns betrogen. Wir mögen es beide nicht glauben, doch jetzt ist es offenbar. Tut, was getan werden muss. Tut ihr es nicht, dann ich. Ohne Volpes Diebe brauche ich vielleicht meine Rekruten. Micheletto zur Aufführung folgen. Bei der Verfolgung einen Weg finden, wie die Assassinen-Rekruten das Stück infiltrieren können. Akzeptieren. Die Assassinen-Rekruten einsetzen, um die Ziele zu eliminieren. Okay, okay. Wohin müssen wir? In diese Richtung. Worum es auch gehen mag, lass mich bitte aus dem Spiel. Nö. Nee, mein Freund. Das sehe ich nicht ein. Okay. Da sind die. Bitte, ich habe nichts getan. Francesco Troche. Lieber Freund. Würde ich euch anlügen. Ihr gabt eurem Bruder meine Kriegspläne in der Romagna preis. Und dieser informierte den Botschafter Venetias. Es war ein Unfall. Ich bin doch euer Diener und Freund. Verlangt ihr etwa, dass ich eure Taten vergesse und auf eure Freundschaft baue? Ich bitte nur. Ich verlange nichts. Um Italien zu vereinen, muss ich jede Institution kontrollieren. Und wenn die Kirche aus der Reihe tanzt, werde ich sie komplett vernichten. Ihr wisst, dass ich für euch arbeite, nicht den Papst. Ah. Tue ich das, Trocke? Es gibt nur einen Weg, den letzten Zweifel zu beseitigen. Wollt ihr mich etwa töten? Euren treuesten Freund? Natürlich nicht. Dann lasst ihr mich gehen? Hab Dank, Cesare. Das werdet ihr nicht. Wache! Gebt Micheletto die Kostüme für das Spiel. Lucretia gehört mir. Niemand sonst darf sie haben. Stellt doppelt sicher, dass es richtig getan wird. Ich gehorche, Cesare. Oh ja. Werft Francescos Leiche in den Tevere. Das war jetzt ein bisschen aus dem Takt, aber... Alter, Finne. Das war gerade halt schon etwas lustig, weil das Seil, womit er den erwürgt hat, war einfach neben dem. Andiamo! Es war einfach neben, das war lustig. Da geht's so langsam. Sollen wir den unbemerkt folgen? Ja, ne? Wenn die anderen, dauert das voll lange wieder, Alter. Oh, hell no. Ja, es wird wirklich lange dauern. Ich weiß ja nicht, wohin. Ja, ich weiß, dass ich eh drücken könnte, um anzuheilen, aber das brauche ich ja noch nicht. Ich habe hier keine Ziele, die ich eliminieren soll. Und den gelben soll ich ja verfolgen, oder? Ja, zur Aufführung folgen. Das ist ja nicht schwer. Oh. So. Micheletto's Männer aufspüren. Wir sonst sind keine hier, oder? Doch da, aber die sind ja nicht hier vorne. Danke. Danke. Oh, Entfernung vom Zielverringer. Shit, 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 shit. Ich
Ich musste nur gerade halt die hier vernichten. Danke. Oh shit. Wir werden gesehen von denen da. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich kann nicht näher dran. Ja, ich weiß, ich sollte es verringern. Aber direkt da sind hinter mir welche. Bitte bleib stehen, bitte, 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 bitte. Ja, geh zurück, geh zurück. Jetzt muss ich weiter. Schnell, schnell, schnell. Ich brauche unbedingt mehr Assassine, Alter. Nach dem Umziehen folgt ihr mir zu dem Stück. Capito? Tieni. So, und jetzt? Die Assassine einsetzen, um das Ziel zu eliminieren. Und weiter Michaelis zu folgen. Oh shit. Kommt, wir haben noch genügend Zeit, den zu looten. Super, ich habe kein Pferd mehr. Doch, da unten. Was los? Wir kriegen es hin. Andere Richtung, da unten, da unten, da unten, da unten. Oh shit, Alter, oh shit. Toll. Wir sind jetzt hier oben und wir müssen da runter. Oh, zum Glück geht's hier runter. Okay. Also wir haben bis jetzt noch gut überstanden. Alles dies, das, ne? Wir sollten mehr Abstand halten. Das wäre besser, sonst fällt es noch auf, dass wir ihn verfolgen. Oh, ja, ach ja. So, wir haben jetzt ja alle drei Assassinen-Dinger bereit. Aber ich glaube, ich mache mal offscreen das nächste Mal. Ein paar Assassine finden, neue. Also rekrutieren. Oh, shit. Was dreht der sich, Alter? Was dreht der sich? What the fuck? Ich glaube, ich war zu nah. Oder Assassinen... Assassin-Aufträge? Nee, ich glaube, Assassin-Aufträge mache ich auch noch on-screen. Ich weiß es aber nicht. Ja, super. Ja, super, danke. Ja. Ist okay, bitte, komm. Lass von mir, lass die Lande walten. Danke. Oh, nee. Da kann ich jetzt wieder nicht mit rein. Doch, kann ich schon, nur dann. Okay. Danke, Pferdchen. Das sind vier Stück. Das wird jetzt schwer für die. Oder für den. Oder für die da. Shit, nein, ich wurde entdeckt. Scheiße. Oh, fuck. Ich hoffe nur, dass es jetzt von da startet. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich drück mir die Daumen. Ich habe keinen Bock, jetzt von hinten zu starten. Also. So. Die haben wir jetzt dahin gebracht. Ach du Scheiße. Seht ihr das auf der Karte? Wie viele von denen hier sind? Oh,
Nach dem Umziehen folgt ihr mir zu dem Stück. Capito? Das ist für dich. Das müssen wir alles mit Assassinen machen. Unseren Rekruten. Mit denen sollen wir die auf jeden Fall ausschalten. Nicht selber? Oh shit. Komm, geh zum Pferd. Geh zum Pferd. Und reite in Forge. Ja, geh doch. Ach, der hat sogar noch gewartet, Alter, bis wir rechtzeitig da sind. Das war nice, aber das haben wir nicht gebraucht. Ja, ich weiß, ich bin auf dem Sperrgebiet, aber raus. Mal gucken, mal gucken. Ich hoffe mal, dass wir nicht noch mehr machen müssen. Dass es jetzt langsam mal reicht, weil wir sind jetzt in zwei Stationen gewesen. Wir haben jetzt schon 11 Minuten. Okay. Aber bis jetzt kamen wir eigentlich recht gut durch. Also ich habe jetzt einmal verkackt, da ich entdeckt wurde. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich wurde halt entdeckt. Aber passiert halt mal. Aber ich hätte die Assassinen vorher gar nicht rufen müssen, weil die wurden abgelenkt von den Dirnen. Ja, Dirnen. Entschuldigung. Ich habe gerade gemerkt, dass ich zu nah dran war. Das ihm aber nicht... Okay, Alter, okay. Dass ihm aber nicht auffällt, dass er verfolgt wird. Oh nö. Oh nö. Das ist oben, oder? Ja, der ist oben. So. Nach dem Umziehen folgt ihr mir zu dem Stück. Capito? Okay. Ihr Kostüme. Oh shit. Oh shit. Na, na, was machst du? Falsche Seite, falsche Seite, falsche Seite. Da, ich werde entdeckt. Hallo. Okay, okay, never mind. Geh weg, geh weg. Hallo, geh weg. Mach doch nicht so einen Scheiß, Mann. Er war wieder einfach voll Fokus auf den Huren. Bock. Bock. Mann, Alter, das. Nur weil er die falsche Seite da hochgegangen ist und nicht auf die andere Seite hochgehen wollte. Shit. Sowas musste auch wieder mal passieren. Das zweite Mal jetzt schon. Wo ich denn mein Pferd, ja. Okay, wir müssen jetzt Fuß latschen. Okay. Aber wenigstens hat es da gespeichert, wo wir die getötet haben durch unsere Assassine. Zum Glück, zum Glück. Ich wollte mir auch eigentlich das Kolosseum noch gönnen. Ich suche Pietro. Auf der Bühne, Signore. Einer meiner Männer führt euch hin. Nicht vergessen. Ich trage das schwarze Wams. Schützt mich und wartet, bis Pilatus nach dem Centurio ruft. Ich muss vor ihm zu Pietro gelangen. Okay. Müssen wir von außen hoch.
unbemerkt ins Kolosseum eindringen und den Schauspieler Pietro finden und retten, bevor er von Micheletto umgebracht wird. Niemanden außer den Schützen töten. Okay. Okay, aber leider muss ich sagen, diese Mission werden wir im nächsten Part bewältigen. Und wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Auch wenn wir jetzt zwei Tode, beziehungsweise zweimal entdeckt wurden, wegen irgendeinem Fail von mir, von meiner Seite oder vom Spiel, alles aufs Spiel schieben, immer war es jemand anderes. Und dann, ne, lasst einen Daumen nach oben da, habe ich schon gesagt, zwar egal, blablabla, wenn ihr keine Wette-Videos verpassen wollt, wisst ihr Bescheid, was zu machen ist. Und dann bis zum nächsten Mal, haut rein, Leute, und tschüss!